So Leute, so habe ich die Ehre beieinander. Ich bin jetzt heute wieder beim Sondl mal draußen. Heute gibt es keine Schwammerl. Und Andi, sag mal Servus! Ich bin heute eingeladen worden vom Andi. Hallo! Und ich habe jetzt schon einen Fund gemacht. Jetzt haben wir ziemlich viel Aluminium schon raus. Der Andi hat noch einen geilen Knopf gefunden, den zeige ich euch noch. Einmal einen typischen Kaiserreichspfennig habe ich schon raus aus diesem Loch. Und dann schauen wir nochmal, was so geht, weil die Fläche ist ziemlich weitläufig. Seht ihr es da? Der Acker, den darf man überall besondern da. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall der Knopf, wo der Andi gefunden hat, ist geil, den zeige ich noch heute. Dann halt bis zum nächsten Fund. So, jetzt machen wir mal unsere erste Live-Grabung für heute und da haben wir ein 44er Signal. Schauen wir mal. Meine Hand geht jetzt wieder eigentlich soweit gut. Oder sagen wir besser, trotzdem tue ich es nicht überstrapazieren. So, dann geht aber einigermaßen gut. So, da haben wir es gleich erwischt. Das ist das da. Gott sei Dank nicht, weil das war jetzt Aluminium gewesen oder irgendwas. Oh, sind wir da. Ja, verschwinden haben wir es auch schon wieder. Plötzlich fix. Aluminium und weiter geht's. So, da haben wir jetzt das nächste konstante 67er Signal. Von alle Seiten. Es ist jetzt entweder Münzen oder Bierdeckel oder irgendwas anderes. Könnte auch anders Aluminium sein. Ich habe nicht hoffen, dass das Aluminium ist. Weil da wird schon so viel raus von dem Klump. Und da haben wir es eh gleich. Schauen wir mal. Sehe ich noch drin. Und heraus haben wir es. Oh, das schaut mal stark nach Aluminium aus. Ja, ja. Ist irgendein Zusammendreht Aluminium. Schade. Gut, und weiter geht's. So, als nächstes haben wir eine Musketenkugel, die Apps drauf hat. Also die ist an anderen Seiten flach. Schön weiß, schwer und weiter geht's. So. Ein glücklicher Silberfinder. Also ja, geil, das ist von Königreich Württemberg 6 Kreuzer. Mhm. Oh. Schaut gut aus. Unter dem Wappen ist die Jahreszahl. Auf der anderen Seite drin. 1811. Cool. Die ist geil. Die ist geil. Läuft. Die ist wieder geil. Die ist wieder geil. Stopp, stopp. Hey, das freut mich jetzt schon. Das ist gut, wie wir gesagt haben, der Berg ruft. Das, genau. Der Zauberberg ruft. Optimal. Das ist der Hammer. Ja, die erste Silberne. Jetzt sag mal gleich mal den Knopf her. Ja, die erste gern. Müsst ihr ein wenig nachmachen, oder? Nein, der geht schon. Schaut euch den guten Knopf an. Boah, der ist schön, der Knopf. Haben wir schon echt ein paar schöne Sachen. Der ist der Hammer, der Knopf. Wow, der ist auch noch, ob der jetzt groß ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht sagen, zu viel Dreck dort. Eher nicht. Aber um die 1700 Eizen zum Warten, das Ding. Der ist auch geil. Super. Nicht schlecht. Hat sich schon orientiert? Ja, ich habe einen Reichspfennig gefunden, aber sonst noch nichts. Außer muss gucken. Da, ja, ja. Auf jeden Fall gut gefunden, Alter. Also, wie wirst du bitte weiter, Put? So, und da darf ich wieder mal sagen: Schaut gar nicht an. Eine erneute Kaiserreichsmünze. Ich weiß noch nicht, was das für einer ist. Schauen wir mal, wahrscheinlich ein Reichspfennig wieder. Oh, der ist ja so. Der ist ja brutal korrodiert. So korrodiert habe ich noch nie gehabt. Das ist ja der Hammer, wie der korrodiert ist. So ist er eigentlich gut benannt. Ich muss jetzt mal schnell sauber machen, vielleicht kriege ich noch was raus. Das ist ja Wahnsinn. Gut, den mache ich sauber, zeige ich in der Fundzusammenfassung und weiter geht's. So, das ist der nächste Fund vom Andi und da haben wir einen Knopf mit einer vierösigen Öse. Also alter Knopf, gedreht und da ist ein Anker drauf und ein Dreier und da steht noch was dort, aber kann man teilweise nicht mehr entziffern. Da ist jetzt einer von euch Knopfexperten gefragt. Also ich wüsste jetzt nicht, was das für ein Knopf sein könnte. Bin jetzt gespannt. Wenn du von euch das weiß. Gut, ein absolut geiler Fund.
Dann gebe ich jetzt am Andi wieder zurück und weiter geht's. Ja Leute, ich glaube, ich wäre blöd. Schaut euch das einmal an. Da unten war der Brocker drinnen gelegen. Sehr oberflächlich das Ganze da. Ähnlicher Oberflächenfund, wenn man es genau nimmt. Und da steckt etwas Runds drinnen. Das könnte jetzt eine Münze oder ein Knopf sein. Aber mit was für einer Ornamentik schon drauf. Da unten kann ich glaube ich schon römisch 6 erkennen. Jetzt bringen wir den Spezi mal auseinander. Schauen wir mal, was das ist. Ich vermute mal, dass es wieder so ein Münzknopf im Metall ist, wie der Andi vorher gefunden hat. Schauen wir mal. Ja. Schade, der ist nicht ganz. Der ist ein bisschen schäbst erhalten. Ja, das ist der gleiche. Das ist eigentlich fast dasselbe. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist ein anderer Gläufe, der da drauf ist. Aber auch wieder 6 Kreuzer als Imitat. Ja, was das für ein... Was das für einer ist mit seiner Legend da drauf. Die haben wir so kreislich früher rausgeschaut mit ihrer thermischen Inzucht, da, was sie da gemacht haben. Das ist ein Wahnsinn. Schaut euch die nur. Das ist wieder andere, aber was das von ist, muss ich noch rausfinden. Jawohl, auf jeden Fall ein alter Fund, schöner Fund. Ohne Öse leider, aber schön. Und weiter geht's. So, da haben wir jetzt ein 45er Signal. Ziemlich stabil war das. Hat ein bisschen gekratzt, aber da bin ich jetzt einmal eigentlich gut in Mutes, weil das 45er kommt nicht so oft vor. Und das sind alle ganz gute Sachen gewesen, die da rausgekommen sind. Einmal. So tief darf es auch nicht gewesen sein. Aber der Pinne erwischt sie nicht einmal. Na? Ah, da haben wir es. Hab schon. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Könnte der Fragment von einem Zapfhahn sein oder von einem Drehküken, aber ich glaube eher nicht. Nein, das ist was anderes. Das ist ein Klump wahrscheinlich. Da ist ein Loch drin. Auf jeden Fall irgendein Fragment. Kann ich leider nicht zuordnen zu irgendwas. Gut, dann weiter geht's. So, jetzt könnte ich sagen, dass das mein Fund ist, aber den hat der Andi gefunden. Wieder mal. Heute ist echt Knipferl. Schaut euch das einmal an. Wie schön der beieinander ist. Ich denke mir, dass das ein Westenknopf war, jetzt fällt er mir noch runter. Hinten ist ein Hohl, da war irgendwann mal so eine Holzeinfassung wahrscheinlich drin. Der ist richtig schön. Gratuliere Andi. Dankeschön. Ja, gerade schön ist, schaut euch das an. Die komplette Familie vom Andi ist jetzt da. Die werden jetzt alle sondeln. Und ich habe jetzt auch da ein, was war das jetzt? Jetzt habe ich fix alles vergessen. Achso, ja, 50er Signal, ist ein bisschen gesprungen, aber war nicht so weit unten. Da könnte man jetzt einmal wieder richtig Pech haben und Aluminium ausgraben, weil das macht es nämlich oft und gern, dass ein Aluminium ein 50er Signal hat. No. Ja, da rum ist, da haben wir den Spezi. Oh, schade, jetzt ich mein, das ist ein Kreuzerl, weil das schon so einen Balken gehabt hat. Mei. Der weiß, es wird dann irgend so ein Alu-Scheiß-Ding. Ja gut, kann man nichts machen und weiter geht's. So, jetzt schaut mal her da. Ein richtig geiler Oberflächenfund haben wir da. Da bin ich jetzt gerade an einem Brocker hingekommen, das war der Brocker da. Und dann hat es den Knopf, der wo da drin ist, rausgeschossen. Schaut mir wieder richtig gut aus. Ich vermute mal, dass es ein Wehrmachtsknopf ist, wegen der fetten Ösen da hinten. Mein Deutsch lässt schon wieder zu wünschen übrig. Oh nein, das ist kein Wehrmachtsknopf, oder? Jo, das ist aber... Hä, na, geil, das habe ich noch gar nicht gefunden. Das ist ja der Hammer. Das ist ein Knopf von der Wehrmacht mit den typischen Stoppeln drauf und dann 8er drauf. Das heißt, 8. Regiment oder 8. Bataillon. Also derjenige, der das dran hat, der muss ja zum 8. Bataillon oder zum 8. Regiment mal gehört haben. Ja, das ist einmal geil. Das ist mein erster
Wehrmachtsknopf mit einer Zahl drauf. Absolut spitze, also eigentlich wieder richtig rendiert da. Andi, da muss ich sagen, da hast du ein geiles Pferd da. Das ist echt nicht schlecht. Und was da für Exoten bei dir rauskommen, das haben wir eh schon mal gesagt. Geiler Fund, freut mich und weiter geht's. So, da haben wir jetzt ein ganz schwaches 30er Signal, ist auch ziemlich kupft. Kupft wie gesprungen. Und ja, ich tippe einmal, wenn ich ehrlich seid, der Folie, könnte aber blei sein. Oder Reichspfinning. Ja, da haben wir ihn eh schon. Den Strizi. Ja. Ohne Worte, einmal Folie und weiter geht's. So, ein sehr stabiler Leitwert haben wir jetzt da gehabt im 50er Bereich. Das darf jetzt da mal auf Aluminium und Bronze und das ganze Zeug tippen. Es ist da drinnen, in dem Bereich, dem Zipfel da. Da. Und da schauen wir jetzt einmal. Wo genau? Also da war es nicht. Da habe ich mich vorher die ganze Tappert gesucht gehabt, weil da irgendein Alufetzen drin war und das ist jetzt das nächste Signal. Das ist eher da herin in der Wand. Oh. Oh ja, das ist was Gutes, das ist was sehr Gutes. Schaut euch das an. Das könnte ein Heiligenanhänger sein. Jawohl. Heiligenanhänger. Der ist aber nicht mehr so. Der ist nicht mehr so gut beieinander. Wo lege ich den jetzt mal hin? Nehmen wir auf das Bleidl da. Mal ein wenig anspritzen. Naja, der ist richtig scheps beieinander. Da kann man fast nichts mehr drauf erkennen. Also ich sehe da fast nichts mehr. Und auf der anderen Seite Dinge mal auch nicht. Ah, das ist richtig schade. Aber ein Heiligenanhänger, ein schöner, super Fund. Jawohl. So gefällt mir das. Und weiter geht's. Haben wir dich erwischt? So, das wäre jetzt das letzte Signal für heute, glaube ich mal. Schauen wir mal. Beim Obergehen auf die Wiesen. Schauen wir mal. Was hast du denn für Leitwert gehabt? 67. Oh, das ist gut. Geht schon so hart her. Ich tippe mal auf sich Regen bringt Segen. Oder ein Blech. Das ist Wundermonika-Blech. Ja. Ah ja, ergreifen wir wieder. Und muss man eigentlich auf jeder Wiesen und Feld einmal finden, oder? Ja, das sollte man am Anfang mal finden, dass man es weiß. Zumindest. Na ja, gut. Immerhin. So, also wie ihr jetzt gesehen habt, ein Blech. Wieder mal. Ja, wir können halt beide insgesamt sehr zufrieden sein. Randy hat auch jetzt eine Silberne gefunden. Und was mir halt extrem gefreut ist, der Wehrmachtsknopf mit dem Bataillon 8 da drauf. Ja. Alles in allem wieder eine sehr gelungene Runde, würde ich sagen. Ich wünsche mir noch eine schöne Restwoche. Wir sagen mal Servus. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.